Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Mitte des 14. Jahrhunderts schreibt Giovanni Boccaccio sein Buch Decameron. Es herrscht die Pest in Florenz und 7 Frauen und 3 Männer haben sich in einem Vorort von Florenz in Fiesole getroffen, um diese schwere Zeit zu überstehen, und an jedem Tag erzählt jeder von ihnen eine Geschichte. Am ersten Tag erzählt Philomena die dritte Geschichte. Es handelt sich dabei um die berühmte Ringparabel, die im 18. Jahrhundert später Lessing in seinem Nathan der Weise wieder aufgreifen wird. Neifiles Novelle erinnert mich an ein gefährliches Ereignis, das einem Juden zugestoßen ist. Da nun bereits von Gott und von der Wahrheit unseres Glaubens zu Genüge gesprochen worden ist, soll nunmehr der Abstieg in die Ereignisse und Taten der Menschen nicht untersagt sein. Sobald ihr die Novelle, die ich euch erzählen werde, gehört habt, werdet ihr vielleicht vorsichtiger, wenn ihr Fragen beantwortet, die man euch stellt. Liebenswerte Gefährtinnen, ihr müsst wissen, dass, wenn die Dummheit häufig manch einen aus einem glücklichen Zustand in tiefstes Elend bringt, der Verstand den Weisen aus großen Gefahren befreit und ihm einen sicheren Hort der Ruhe verschafft. An vielen Beispielen mag man erkennen, dass tatsächlich die Dummheit vom Glück ins Elend führt. Darüber zu berichten, soll jetzt nicht unsere Sorge sein, weil man tagtäglich 1000 Beispiele dafür vor Augen haben kann. Dass aber der Verstand eine Ursache des Wohlbefindens sein kann, das werde ich euch, wie gesagt, mit einer kurzen Novelle zeigen. Tugend und Tapferkeit des Saladin waren so groß, dass er durch sie nicht allein aus geringem Stand zum Sultan von Babylon aufgestiegen ist, sondern überdies viele Siege über die Könige der Sarazenen und der Christen errungen hat. In verschiedenen Kriegen und für seine prächtige Hofhaltung hatte er seinen Schatz ausgegeben und benötigte für eine unvorhergesehene Angelegenheit eine größere Menge Geldes. Er wusste aber nicht, woher er es so schnell, wie er es nötig hatte, nehmen könnte. Da erinnerte er sich eines reichen Juden namens Melchisedech, welcher in Alessandria Geld zu Wucherzinsen verlieh, und er glaubte, dieser könnte ihm dienlich sein, wenn er nur wollte. Er war aber so geizig, dass er es von sich aus nie getan hätte, und Gewalt wollte ihm der Sultan auch nicht antun. Da ihn die Not bedrängte und nachdem er hin und her überlegt hatte, wie er den Juden dazu bringen könnte, ihm gefällig zu sein, verfiel er darauf, ihn unter dem Schein der Rechtmäßigkeit zu erpressen. Er ließ ihn zu sich kommen, empfing ihn freundlich, ließ ihn sich zu ihm setzen und sagte ihm alsdann: »Guter Mann, ich habe von mehreren Personen vernommen, dass du sehr klug seist und weit fortgeschritten in der Gottesgelehrsamkeit. Deswegen möchte ich gerne von dir erfahren, welches der 3 Gesetze für dich das wahre ist, das jüdische, das sarazenische oder das christliche.« Der Jude, der in der Tat ein kluger Mann war, merkte nur zu gut, dass Saladin darauf lauerte, ihn mit seiner Antwort zu fangen, um dann eine Forderung an ihn stellen zu können. Er überlegte, dass er keine der 3 Religionen mehr als die anderen lobpreisen könnte, ohne dass Saladin nicht seine Absicht erreichte. Wie einem, der eine Antwort sucht, in der er sich nicht verfängt, spannte er seinen Geist an und fand rasch, was er sagen musste. Er begann: »O Herr, die Frage, die ihr mir vorlegt, ist schön. Um alles, was ich dazu empfinde, sagen zu können, wähle ich eine kleine Erzählung, die ihr nun hören werdet. Wenn ich mich nicht täusche, so erinnere ich mich viele Male von einem großen und reichen Mann gehört zu haben, der unter all den kostbaren Edelsteinen, die er in seinem Schatz besaß,
war ein wunderbar schöner und wertvoller Ring. Um seines Wertes und seiner Schönheit willen schätzte er ihn besonders hoch und wollte ihn für alle Zeiten seinen Nachkommen überliefern. Deswegen bestimmte er, dass derjenige seiner Söhne, bei welchen dieser von ihm hinterlassene Ring gefunden würde, als sein Erbe angesehen und von allen übrigen als der Älteste geehrt und geachtet werden sollte. Der, dem er hinterlassen wurde, bestimmte das Gleiche für seine Nachkommen und tat seinerseits, wie sein Vorfahre es getan hatte. Kurzum, der Ring ging von Hand zu Hand durch viele Generationen und gelangte schließlich in die Hände eines Mannes, der drei schöne, tugendhafte, dem Vater überaus gehorsame Söhne hatte, weswegen er sie alle drei gleichermaßen liebte. Und die jungen Leute, die die Tradition des Ringes kannten und von denen ein jeder danach strebte, der Ausgezeichnete in der Familie zu sein, baten jeder für sich und so gut er es konnte, den Vater, der alt war, ihm selbst und nicht den Brüdern bei seinem Tod den Ring zu hinterlassen. Der gute Mann, der sie alle drei gleichermaßen liebte und nicht auszuwählen wusste, wem er den Ring hinterlassen sollte, dachte daran, nachdem er es einem jeden versprochen hatte, sie auch alle drei zufriedenzustellen. Heimlich ließ er bei einem geschickten Meister zwei weitere Ringe anfertigen, die dem ersten so sehr glichen, dass selbst der, welcher sie angefertigt hatte, kaum noch den echten Ring erkennen konnte. Als er seinen Tod nahen fühlte, gab er heimlich einem jeden seiner Söhne einen Ring. Nach dem Tod des Vaters wollte ein jeder von ihnen das Erbe und die Auszeichnung für sich in Anspruch nehmen. Ein jeder bestritt dem anderen diesen Anspruch. Als Begründung und Zeugnis legte ein jeder seinen Ring vor. Die Ringe waren einander so ähnlich, dass man nicht erkennen konnte, welches der echte war. Daher blieb der Streit, welcher von ihnen der wahre Erbe des Vaters ist, offen. Und es ist es immer noch. Dasselbe, o Herr, sage ich euch auch über die drei Gesetze, die Gott Vater den drei Völkern gegeben hat und die ihr mir zur Beurteilung vorgelegt habt. Ein jedes Volk glaubt, Gottes Erbe, sein wahres Gesetz zu besitzen und unmittelbar seinen Willen auszuführen. Aber wer es wirklich besitzt, das ist, wie bei den Ringen, eine noch offene Streitfrage. Saladin erkannte, dass es jenem bestens gelungen war, aus der Schlinge, die er ausgelegt hatte, herauszuschlüpfen. So beschloss er, ihm seine Notlage zu offenbaren und abzuwarten, ob er ihm dienlich sein wollte. Also eröffnete er ihm, was seine Absicht gewesen wäre, wenn jener ihm nicht so klug, wie er es getan, geantwortet hätte. Der Jude gab ihm freiwillig jede Summe Geldes, die Saladin von ihm erbat. Saladin stellte ihn danach voll und ganz zufrieden. Darüber hinaus überreichte er ihm reiche Geschenke und erhielt ihn sich immer als Freund und bewahrte ihm in seiner Umgebung einen ehrenvollen Platz. Diese Geschichte habe ich Ihnen heute vorgelesen und das nächste Mal möchte ich sie dann ausführlich besprechen und einen Blick werfen auf das Verhältnis der drei Religionen, wie es Mitte des 14. Jahrhunderts von einem berühmten Italiener gesehen wurde.